Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Preview zum dieses Jahr erwarteten Koop-Shooter Evolve. Ja, warum ich gerade zu Evolve ein Preview-Video machen wollte, ist im Prinzip schnell erklärt. Es ist von den ehemaligen Left 4 Dead-Entwicklern Turtle Rock. Die haben damals für Valve Left 4 Dead gemacht und, falls ihr es noch nicht wisst, Left 4 Dead ist eins meiner All-Time-Favorites. Ich habe es echt gerne gespielt und spiele es teilweise immer noch. Und ja, das ist das neue Spiel, das sie jetzt dieses Jahr höchstwahrscheinlich rausbringen werden. Und sie wollen damit das Koop-Shooter-Genre sozusagen ein wenig revolutionieren. Also Evolve. Es entwickelt sich weiter und so. Vielleicht ist das auch so gedacht. Aber egal, ich habe nicht so viel Zeit, also schauen wir mal. Evolve ist im Prinzip der Kampf zwischen 4 gegen einen. Das heißt, 4 Soldaten, mit also unterschiedliche Klassen, gehen in den Dschungel und jagen das Monster. Das heißt, 4 Spieler spielen gegen einen Spieler, der das Monster kontrolliert. Die Klassen sind einmal der Fallensteller, der dann so Fallen eben platziert, ist ja klar. Der Soldat, der ordentlich Feuerkraft mitbringt. Der Sanitäter, der ordentlich Medipacks mitbringt. Und der Support, der ordentlich Energieschilde dabei hat. Das Monster hat dabei die Aufgabe, sich weiterzuentwickeln im Verlauf des Spiels, beziehungsweise der Runde, weil es halt am Anfang ein bisschen zu schwach ist. Und um sich eben weiterentwickeln zu können, muss das Monster andere Tiere fressen. Wenn es das schafft, puppt es sich so ein, wie man das vielleicht bei Aliens auch so kennt, ist ja so ein bisschen Klischee da, und entwickelt sich dann weiter, bekommt dann neue Fähigkeiten, wird vielleicht ein bisschen stärker, ein paar mehr HP, je nachdem. Und das ist dann im Prinzip der Kampf, der sich in den Koop-Gefechten abspielt. Es ist nicht so, dass beide Fraktionen gleich zu Anfang gegeneinander geschmissen werden in so einer Art Arena-Kampf. Beide starten im Prinzip an unterschiedlichen Punkten im Dschungel und die Jäger, also die 4 Soldaten, müssen das Monster finden. Dabei kann man sehr auf die Umgebung achten, denn diese reagiert auf alle Spieler, die sich dort bewegen. Bei den Menschen zum Beispiel, die werden auf andere Kreaturen treffen, die auch in diesem Dschungel leben. Das können, keine Ahnung, Kreaturen sein, die einen nicht angreifen, aber auch welche, die so ein bisschen aggressiv sind. Sie sollen aber eher nur ablenken und sind nicht wirklich als Herausforderung eingedacht. Während das Monster sichtlich Spuren auf dem Boden zum Beispiel hinterlässt, wenn es sich bewegt, und auch Vögel aufschrecken kann, was dafür sorgt, dass die Jäger es schneller entdecken. Das sollte das Monster wohl auch vor allem zu Beginn vermeiden, gesehen zu werden, weil es sonst sich zur leichten Beute macht. Wenn es eben noch nicht weiterentwickeln konnte und noch ziemlich schwach ist. Ja, was halte ich denn von dieser Idee an sich? Ich finde, es ist eigentlich ziemlich cool. So 4 gegen 1 gibt es ja nun wirklich nicht häufig so im Koop-Genre. So was, ein Koop-Genre ist ja nicht wirklich ein Genre, aber wenn man so Koop-Shooter sich anschaut, 4 gegen 1 ist relativ selten. Mir fällt jetzt aus dem Stegreif auch gar kein Spiel ein. Es gibt bestimmt eins. Also daher mal eine nette Idee, dass es so umgesetzt wird. Nur was ich glaube, was leider so sein wird, ist, dass es Public nicht funktioniert. Warum? Weil es Public-Idioten gibt. Das heißt, entweder hat man einen totalen Trottel als Monster oder einen totalen Trottel in den Reihen der der Soldaten. Oder es vielleicht wird auch irgendwie getrollt oder so. Es wirklich so ernste Matches aufzuziehen, wird wahrscheinlich in diesem Spiel ziemlich schwierig, aber ich habe wirklich Hoffnung. Ich werde mal gucken, ob ich das vielleicht mit 5 Freunden, mit 4 anderen Freunden, also mit 4 Freunden zusammen dann spielen kann, wenn sie sich das auch holen. Weil es sind die ehemaligen Left 4 Dead Entwickler, die können gar nicht so viel falsch machen. So, ich wollte euch nur so einen kleinen Einblick geben, gar nicht viel, dass ihr mal wisst, dass dieses Spiel existiert. Guckt euch unbedingt im Internet noch ein bisschen mehr Videomaterial an. Ich konnte nun leider nur das nehmen, weil der Rest mir leider nicht zur Verfügung steht. Ja, und Evolve kommt wohl hoffentlich dieses Jahr raus, man weiß es noch nicht. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Vielen Dank fürs Zusehen.